Papa. Kim. Oh Gott sei Dank, du lebst. Du hast mich gefunden. Oh Gott, ich rufe sofort den Rettungswagen. Warte. Kein Arzt. Was? Natürlich, du bist verletzt. Kim, niemand darf wissen, dass ich hier bin. Okay. Komm, hilf mir mal. Papa, das ist entzündet. Du glühst. Was ist eigentlich mit deinem Bein? Es ist gebrochen. Was? Das muss sofort behandelt werden. Ja, es ist ein glatter, gerader Bruch. Es ist nicht so schick, ich hätte sonst viel schlimmere Schmerzen. Du kannst hier nicht bleiben. Alleine kriege ich dich überhaupt nicht weg. Das musst du auch gar nicht, Kim. Ich brauche erst mal Medikamente. Ich kann dich nicht hier alleine lassen. Doch, Kim, das kannst du. Hör zu, ich werde von der Polizei gesucht. Die dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Die dürfen nicht mal wissen, dass ich noch lebe. Okay? Na, großartig. Ich besorge alles, was du brauchst. Wie, du besorgst alles? Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. So, schau mal bitte, ob wir noch Dosensuppe da haben. Also wir brauchen auf jeden Fall Ansgars warme Klamotten, dann eine Decke oder niedlich mehrere. Und auf jeden Fall Ansgars Handy, damit er erreichbar ist. Und die Medikamente, ganz wichtig. Kim, das ist doch Wahnsinn. Ansgar muss behandelt werden, und zwar von einem Arzt. Ja, ich weiß. Aber er möchte es nicht und den Wunsch respektiere ich. Hilfst du mir dabei? Klar helfe ich dir dabei. Ich kümmere mich gleich um die Medikamente. Danke. Und ich besorge den Rest. Na? Was habt ihr denn vor? Wir machen ein Picknick. Ah. Und? Habt ihr sie gesehen? Wen? Ach, die Sumpfeule. Ach so, ja, ja. Papa, danke. Der Tipp war genial. Ja, also, wir wollen die jetzt auch noch beobachten und dort machen wir dann ein Picknick. Aha. Na, da habt ihr aber großen Hunger. Sag mal. Ist das alles aus dem Kühlschrank? Und du? Was ist mit deinem Seminar? Ich bin schon viel zu spät dran. Ich muss jetzt auch los. Ja gut, dann viel Spaß. Ja, danke. Und euch auch bei was auch immer ihr vorhabt. Wenn ihr die Sumpfeule seht, mach mal ein Foto. Hm? Jo, vielleicht. Stimmt, ich wohne hier im Gegensatz zu dir. Ja, und? Mein Vater wohnt hier. Oder nee, besser, er wohnte hier, bevor du ihn umgebracht hast. Ach, geht das schon wieder los? Moment, dann entferne ich jetzt am besten erstmal alle Scheren und spitzen Gegenstände. Nicht nötig. Ich wollte hier einfach nur meine Ruhe haben. Dr. Herbert Wüst, bitte melden Sie sich am Stationskiosk. Ihre Toblerone wurde geliefert. Entschuldigen Sie, Frau Doktor, können Sie mir helfen? Schwester Elisabeth, worum geht's Ihnen? Ich brauche dringend Antibiotika für mein Knie. Es hat sich entzündet. Da sollten Sie am besten einen Arzt aufsuchen. Soll ich Sie hinbringen? Nein, das geht leider nicht. Ich habe keine Zeit, weil ich muss zu meinem Flieger in 3 Stunden nach Venezuela. Deshalb brauche ich dringend die Medikamente, bitte. Vielleicht sollten Sie Ihre Reise besser verschieben, wenn Sie so eine akute Verletzung haben. Das geht leider nicht. Hören Sie zu, es ist so, meine Freundin wartet dort, meine Verlobte, wir wollen heiraten, morgen schon. Und ich kann noch meine eigene Hochzeit nicht platzen lassen. Bitte. Falls du nach irgendwelchen Beweisen suchst, ich glaube nicht, dass du die hier in den Schubladen finden wirst. Ich wollte einfach nur in seiner Nähe sein. Hier, bei seinen Sachen.
Kim. Kim, es tut mir leid. Ich weiß sehr gut, wie das ist, wenn man den Vater verliert. Aber ich habe mit Ansgars Verschwinden nichts zu tun. Genauso wenig wie mit der falschen Spur in Kanada. Ich muss mich eben damit abfinden, ihn nie wiederzusehen. Ja. Dann lasse ich dich mal wieder allein. Danke. Hören Sie, Schwester Elisabeth. Die ganze Familie ist versammelt und das sind in Venezuela gleich mehrere hundert. Es gibt eine Riesenparty und die warten alle nur auf mich. Die Vorbereitung machen wir seit Monaten. Verstehen Sie? Deswegen brauche ich die Medikamente. Ich muss einfach wieder fit werden. Wenn ich da nicht auftauche, macht mir meine Verlobte die Hölle heiß und meine Schwiegermutter erst. Die ist ein richtiger Drache, die bringt mich um, wenn ich nicht pünktlich da bin. Bitte. Also gut. Vielen Dank, Schwester Elisabeth. Also, ich brauche das stärkste Schmerzmittel, das Sie haben, und das beste Antibiotikum. Moment. So läuft das nicht. Ich bringe Sie jetzt zu Dr. Pfeiffer und melde Sie als Notfall an. Dann kommen Sie sofort dran, ja? Moment. Ich dachte, Sie geben mir die Medikamente gleich mit. Ich will nicht zu Dr. Pfeiffer. Das darf ich ja leider nicht. Wirklich nicht. Die Antibiotika kriegen Sie nur vom Arzt. Okay, also hast du alles verstanden? Ja, ich bin ja nicht blöd. Und du weißt, wohin du musst? Klar. Geht gleich los. Bist du bereit? Ja. Okay, jetzt. Entschuldigung. Ich bin auf der Suche nach der Orthopädie. Wo finde ich die denn? Da vorne links, mit dem Fahrstuhl im dritten Stock. Okay, vielen Dank. Oh mein Gott, sehen Sie die Frau da? Was ist passiert? Hallo, hören Sie mich? Oh Mann, ihr hättet mir fast eine Magenspiegelung verpasst. Ich bin froh, dass ich gerade vom Tisch springen konnte. Und ich habe alles gegriffen, was ich kriegen konnte. Schmerztabletten sind dabei, Antibiotikum, alles drin. Danke, das war echt ein super Plan. War wir halt ein super Team. Aber trotzdem habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Ansgar muss ins Krankenhaus. Ich meine, er riskiert sein Leben, um nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Ich verstehe es nicht. Ich bin mir sicher, er weiß, was er tut. Ja, und wenn nicht, er hat Fieber. Er steht wahrscheinlich völlig neben sich. Also er kriegt jetzt erstmal alle Medikamente, die er braucht. Und dann wird es ihm bald besser gehen, okay? Und was kommt dann? Was hat er dann vor? Sobald er seine Hütte verlässt, wird er früher oder später sowieso von der Polizei geschnappt, weil er Frieda die Schlafmittel untergemischt hat. Ich bin mir sicher, dass er das nicht getan hat. Er würde nie einer Schwangeren und ihrem Baby etwas antun, okay? Sebastian hat gelogen, weil er Ansgar loswerden will. Also ist Ansgar unschuldig. Noch ein Grund mehr, sich behandeln zu lassen. Vielleicht kann er seine Unschuld der Polizei nicht beweisen, weil er kein Alibi hat oder so. Und wie will er aus der Sache rauskommen? Ich weiß es nicht. Aber er hat bestimmt einen Plan. Ja, und hoffentlich heißt der nicht qualvoller Tod in einer schattigen Waldhütte. Ganz sicher nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Emilio, wir haben es versprochen. Zu niemandem ein Wort. Ich muss jetzt. Und sind es wirklich die richtigen Tabletten? Danke. Das werden wir in 2 Tagen sehen, wenn ich über den Berg bin. Wie? Du bist noch nicht über den Berg. Ich, wenn das Fieber nicht nachlässt. Toll. Können wir nicht irgendeinen Arzt bestechen? Ich meine, du kennst auch 1000 Leute. Kim, das ist viel zu riskant. Ich darf niemandem vertrauen. Außer dir natürlich. Aber wenn irgendwas ist, wenn du dich schlechter fühlst, dann rufst du an, okay? Ja, klar. Jetzt, wo ich ein richtiges Telefon habe, ist das kein Problem. Und dein Bein? Ist geschehen. Ich halte es ruhig. Mehr könnte ein Arzt auch nicht tun. Warum tust du das alles an? Ich meine, ist es das wirklich wert, dein Leben hier zu riskieren? Kim, hör zu. Ich habe seit Tagen nichts Richtiges gegessen. Ja, klar. Erzähl mal, was gibt's Neues auf dem Schloss? Denken Sie alle, ich bin tot? Nein.
Sie glauben, du bist auf der Flucht. Tja, dein Haftbefehl läuft weiter. Und sie denken, du bist in Kanada. Ach so. Hagen ist zurück. Hagen? Unser Hagen? Ja. Er hat sich von irgendeiner einsamen Insel per Floß retten können. Ja, was mit Ludwig? Der hat's nicht geschafft. Ist ja hart. Ist der alte Esel wirklich tot? Tja. Jedenfalls ist Hagen jetzt der neue Chef. Moment. Hagen ist der Chef? Von was jetzt? Von der Firma oder von der Familie oder Chef, so richtig? Naja, er wollte unbedingt den Vorsitz und es gab eine neue Abstimmung. Hagen hat gewonnen und Sebastian verloren. Ist alles okay? Ja, ich wundere mich nur. Ausgerechnet Hagen, der Pferdeflüsterer. Ich kann es echt nicht fassen. Hagen ist nicht mehr so wie früher. Der ist irgendwie härter. Naja, immerhin ist Sebastian weg vom Fenster. Das ist schon mal gut. Wie geht's seinem Sohn? Ganz gut. Freut mich für ihn. Sag mal, es behaupten alle, dass du Frieda heimlich ein Schlafmittel verabreicht hast. Das würdest du doch niemals tun, oder? Eben. Ich meine, du hast ja selbst Kinder. Du würdest doch niemals eine schwangere Frau vergiften, also irgendwann hört's doch auf. Sebastian hat das nicht geglaubt. Deswegen haben wir gekämpft. Was ist eigentlich am Steinbruch genau passiert? Das ist ziemlich rauf, verdammt nochmal. Jetzt gib mir deine scheiß Hand! Ich wollte dich töten. Ein besonders netter Zug von meinem Cousin. Und was hast du jetzt vor? Ich werde es ihm heimzahlen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Kim, nanu? Ich halte es zu Hause einfach nicht mehr aus. Deshalb möchte ich für einige Zeit hier wohnen, in der Suite meines Vaters. Und du glaubst, das ist richtig für dich? Ja, ich brauche einfach das Gefühl, in der Nähe zu sein, um mich wirklich zu verabschieden. Okay, schau mal. Ansgar sind doch in Kanada die Papiere gestohlen worden. Also muss er noch da sein. Und es geht ihm sicher gut. Nein, nein. Er ist wirklich tot. Ich spüre es einfach. Und ich muss mich versuchen, damit abzufinden. Das darfst du nicht denken, bitte. Aber selbstverständlich kannst du hier so lange wohnen, wie du möchtest. Und ich werde auch gleich veranlassen, dass die Suite für dich hergerichtet wird. Danke. Hey, Kim, ich hoffe wirklich sehr, dass Ansgar noch lebt. Das kann ich
mir denken. Sonst bist du nämlich dran.